Hallo?
Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Diesem Stream an diesem Dienstag. Was geht ab, meine Lieben? Und hallo, Feierlina. Hallo, hallo, hallo. So, reinschalten. Jippada. Was geht ab? So, ich habe mir noch ein schönes Teechi gemacht. Einen grünen Tee, um genau zu sein. Im super coolen Berli-Glas. Bevor ich es nicht mehr umdrehen kann, weil Flüssigkeit drin ist. So, was gibt es heute? Ich habe es gestern schon gesagt. Heute zeige ich euch so ein paar Fotos, Videos und sonstige Geschisti-Gschastis von den letzten x Erlebnissen, die ich da so hatte, seit ich glaube, wann waren die ersten Sachen? November, das war im November. Weiß gar nicht, ob ich das hergezeigt habe. Falls nicht, wird was Cooles sein. Falls doch, kann man nichts machen. Erst einmal etwas Musik. Wir nehmen immer noch ein bisschen was Weihnachtlicheres natürlich her, weil man, es ist ja noch Winter. Es ist zwar nicht mehr Weihnachten, aber es ist Winter. Da kann man das mal machen. So, ich glaube, das ist eine gute Lautstärke. Soda Lay. Soda La. Soda Lu. Da warten wir nochmal ab, bis ein paar Leute noch dazukommen. Damit er sich auch auszahlt, damit ich die Sachen hier zeige. Okay, ein bisschen leiser geht's noch. So, jetzt ist sehr gut. Das ist eine gute Lautstärke. Hallo Jesse. Und hallo Carsten. Carsten muss Carsten. It's like magic.
Vielen lieben Dank für 50 Monate. Fucking 50 Monate. Krasser Shit. Dankeschön. Carsten halt. Ja, Carsten halt. So. Fangen wir mal mit dem Erlebnis Nummer 1 an. Das war am 10. November war das. Also es ist schon ein bisschen her. Ich muss jetzt nur wieder schauen und suchen, wie ich das am besten alles wieder herzeige. Im Idealfall dann wahrscheinlich eh genau wieder so. In dem Fall mache ich das, glaube ich, so. Und zeige es dann hier drüben her. Das ist, dass die unten die Vorschau da und her gezeigt. Eigentlich. Kann auf Vollbildschirm. Das ist es. So. Boom. Wow. Fact. Na super, jedes Mal, wenn ich irgendwo rüberklicke, es ist so dumm. Warum wird das dann ausgeblendet, der Fullscreen, wenn ich da rüberklicke? Wie beende ich den Fullscreen? Was ist, wenn ich so mache? Ja, dann lassen wir es so. Dann drauf geschützen. Dann lassen wir das so. Wir waren was habe ich gesagt? Am 10. November waren wir bei einer Ausstellung von Tutanchamun, um genauer zu sein. Davon habe ich gar keine Fotos. Ich war überhaupt bei der Tutanchamun-Ausstellung, war ich am Anfang ein bisschen außer mir, weil ich draufgekommen bin, dass ich meinen Führerschein nicht mehr bei mir habe. Dass der einfach nicht da ist. Ich bin dann draufgekommen, er ist im Fitnessstudio geblieben. Von vor ein paar Tagen zuvor. Dort gebe ich ihn immer also als Pfand quasi am Anfang ab und ich habe ihn scheinbar beim Rausgehen nicht mitgenommen. Entweder ich habe ihn liegen lassen oder die haben vergessen, ihn mir in die Hand zu drücken. Ich habe auf jeden Fall nicht dran gedacht. Und an dem Abend war geplant, erstens diese Ausstellung uns anschauen und zweitens haben wir für viel später dann eine Reservierung im Restaurant gehabt bei einem Koreaner. Nur zwischen Ausstellung und Koreaner waren halt ein größeres Zeitfenster. Und da haben wir uns gedacht, was können wir da machen und haben gesehen, es ist der erste Tag, an dem der Weihnachtsmarkt, der Christkindlmarkt genauer gesagt, vor dem Rathausplatz in Wien eröffnet hat. Das ihr da hinten seht, ist das Rathaus. Und da habe ich halt ein paar Fotos bzw. auch Videos gemacht. Wie man sieht, ist es schon sehr belebt. Ich habe zwei Fotos von mehr oder minder demselben gemacht. Was ich auch sehr witzig fand, was ich unbedingt fotografieren musste, weil es bei uns ja so gut passt. Ups. Es gab einen Stand, die haben Becher verkauft. Und auf dem einen Becher stand Schasaugata. Einfach nur viel zu gut. Es ist großartig. Und weil er das Wort ja so gern habt oder öfters gehört habt. Voll dein Becher. Und der klassischste der klassischen Becher. Oida. Einfach die fucking besten Becher. Ja, da gab es so einen Baum mit Herzen. Mit Hashtag Wienliebe. Alter, wäre was für mich. Warum sind die so hässlich? Ich glaube, das sind so Emailbecher. War der Schneekugelstand auch da? Ich glaube, es gab dieses Jahr keinen Schneekugelstand. Ich hätte zumindest keine Schneekugeln gesehen. Also ich hätte gerade nicht im Kopf, dass ich Schneekugeln gesehen hätte. Zu dem Baum gibt es eine kleine Story.
Der Herzbaum, den gab es ein paar Jahre, dann hat man ihn abgeschafft und dann gab es einen Aufschrei, nicht wirklich eine Demonstration, aber einen Aufschrei von den ganzen Wienern, sie wollen den Herzbaum wieder zurückhaben und sie haben ihn wieder zurückgebracht und weißt was, bevor wir irgendwas da weiter großartig reden, glaube ich, spiele es hier einfach ab. Eigentlich müsste ich ein besseres Video gemacht haben, oder? Oder nein, ich habe es mal angeschaut beim zweiten Mal. Es startet alle halbe Stunde. Es gibt einen Turm da hinten, den habe ich leider auf dem Video nicht drauf. Startet so ein Event, wo dann die Herzen auf dem Baum dunkel werden. Und dann ist so ein rotes Herz, das kommt aus dem Turm. Geht so langsam Richtung Baum. Und es macht Glitzer, Glitzer! Bleibt beim Baum dann stehen. Ich kannte das nicht. Ich habe das zum ersten Mal gesehen. Also ich war beim Filmen, war ich da auch begeistert. Und dann geht so Energie in den Baum hinein. Dann fangen so die Lichter an zu leuchten. Und Stück für Stück leuchten die Herzen auf. Inklusive musikalische Untermalung, falls man es nicht mitbekommen hat. Und irgendwann geht das Herz dann langsam wieder zurück in den Turm. Und ja, diese Kugeln, die ihr da gesehen habt, die schauen auch daneben sehr, sehr cool aus. Also gefällt mir extrem gut so vom Aussehen her. Eigentlich könnte ich, wenn ich hierher... Ja, das war am Eingang zum Christkindlmarkt, aber halt, es gibt mehrere Eingänge, es gibt von mehreren Seiten kann man reinkommen und das haben sie echt urschön gemacht. Es gefällt mir so richtig gut, die Beleuchtung, es hat wunderschön ausgesehen. Dann gab es Geschenke, so in Männchenform, wie auch immer man das sagen, beschreiben kann. Das ist ein scharfes Bild. Anders mal wieder unscharf gewesen. Es gab so einen kleinen Rundgang. Sieht man eine Seite und die andere Seite. Sieht aus wie die McDonald's Kinderbox. Da, wo ihr diese Lichter seht, diese Dächer, da gab es so von, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Kinder waren, ob es Künstler waren. Es stand immer irgendwo dabei. Ich glaube, es waren Künstler. So, waren es alles Krippen? Ich glaube, es waren alles Krippenspiele. Oder vielleicht waren es auch manche ein bisschen anders, manche Häuser, irgendwelche. Also weihnachtliche Themes waren es auf jeden Fall. Und bei jedem gab es so dieses kleine, da bei der Maus, so einen kleinen Steg mit einem Taster, wo man mit dem Fuß draufsteigen konnte. Und überall hat es ein anderes Weihnachtslied gespielt. Also nur die Melodie. Nicht das gesamte Lied und auch nicht alles, sondern wirklich nur ein kurzer Ausschnitt der Melodie. Was echt sehr cool ist, weil man konnte es einfach rumgehen und dann quasi Melodien raten. Und auf der anderen Seite gab es dieses Geschenk auch nochmals in Violett. Das musste ich natürlich auch fotografieren. Was wir auch geschafft haben zu erwischen, was sehr witzig war. Das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass erste Mal einschalten vom Baum vor dem Rathausplatz. Ich habe nur diesen kurzen Augenblick gefilmt. Was ich dazu sagen kann, es ist ein Riesen-Event, wo der Bürgermeister dabei ist, wo irgendwelche Politiker, glaube ich, auch dabei waren. War irgendjemand Politisches dabei? Es ist
vollkommen wurscht. Es war, der Bürgermeister war dabei und es war eine riesen Kapelle dabei. Die haben dann Live-Musik gespielt. Also das ist ein Riesen-Event, so das erstmalige Zünden des Baumes. Ist jetzt für mich jetzt nicht das großartigste Event ever gewesen, aber whatever. Es war halt, ja. Ja, wir sind auch mit einem Mini-Riesenrad, mit einem Mini-Rad. Wie nennt man sowas? Wie sagt man Ferris Wheel auf Deutsch? Riesenrad. Ein Riesenrad in klein. Sind wir auch gefahren dort? Ah, Musik. Upp. Und ja, und dann sind wir schon weitergegangen und zum Koreaner, wo wir diverse Speisen geordert haben. Es war ein bisschen ein noblerer Koreaner. Ich bin so, zum ersten Mal habe ich koreanisch gegessen. Aber holy fuck, der Preis, der hat mich schon ein bisschen gar gebufft. Das waren irgendwelche Teigtaschen mit irgendeiner Peanut-Soße, was ich die Kombination aus dieser roten und dieser Peanut-Soße war mega geil. Das war mein Essen. Ich weiß bis heute nicht wirklich, was ich da bestellt habe oder was genau das war. Ich hatte eigentlich was Fischiges erwartet. Die Soße hat fischig geschmeckt. Diese Dinger hatten... Oh mein Gott, mir kommt das Wasser im Mund zusammen. Ich hab schon wieder Hunger. Die Dinger, die haben eine sehr interessante Kaukonsistenz gehabt. Ich weiß nicht, was es war, aber es war irgendwie cool. Und die Dinger, die hier auch schon wie Nachos, die haben fischig geschmeckt. Die Soße war scharf. Und je mehr ich gegessen habe, desto schärfer wurde es. Also es war im Endeffekt dann mördermäßig scharf. Und ja, diese zwei Makis, die habe ich auch dazu bekommen. Almo hatte sich genommen wie Chicken Wings. Ich glaube, er hat die Boneless Chicken Wings gehabt. Nein, das war auch seine Vorspeise. Das waren auch irgendwelche... Vulkanbällchen oder so irgendwie hat das geheißen. Und das war Chicken. Chicken irgendwas. Fragt mich nicht, das ist schon ewig her. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Das war Bulgogi mit Miso-Suppe und der Reis schaut sehr interessant aus, aber ich muss insgesamt sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir geschmacklich Bombenmegamäßiges erwartet, vor allem für ein Restaurant, das so teuer ist. Aber ich habe schon besseres Bulgogi tatsächlich gegessen. Es war ganz gut, es war nicht, dass ich sage, oh mein Gott, es war scheiße. Mengentechnisch war ich auch abso-fucking-glut übersättigt, aber das lag auch daran, dass wir, oh mein Gott, ich sabber, dass wir auf dem Markt auch gegessen haben. Dort haben wir uns eine Portion Kässpätzle geteilt und Baumkuchen haben wir auch noch gefuttert. Und ja, das Bulgogi, es war ganz gut. Der Reis, der war halt... Ich weiß nicht, warum sich so viele Restaurants dagegen wehren, fucking Reis zu salzen. Kässpätzle am Weihnachtsmarkt. Ja, das ist bei uns Standard. Das ist bei uns, also das gehört quasi zur Tradition. Also es ist überhaupt der am Rathausplatz, der Markt, der hat sich stark geändert. Es gibt nämlich, erstens, er hat sich optisch geändert, sie haben viel umgebaut. Zweitens, es gab wesentlich weniger Stände. Und wesentlich weniger Variation leider, weil es gab für den Ort oder für den Markt gab es neue Auflagen, dass irgendwie so und so viel Prozent Bio sein muss oder irgend so ein Spaß.
Und leider gab es, was Essen angeht, nicht sehr viel Varieté. Es gab kein einziges Raclette-Brot am ganzen Markt, was mich ziemlich enttäuscht hat. Es gab auch nicht diese geilen Käse-Sandwiches, die es sonst immer gegeben hat. Aber Kässpätzle sind bei uns eigentlich... Gibt es, glaube ich, bei uns bei jedem von diesen Märkten. Das ist einfach so bei uns so traditionell, standardmäßig sowas ist. Keine Ahnung. Ja, ich wollte ein Foto von Kathis Essen machen. Sie hat natürlich erst einmal den Mittelfinger gezeigt. Und dann ohne Mittelfinger, sie hat sich... eine vegetarische Pilz-Miso-Suppe oder so? Warum hässlicher Ring? Da steht Love drauf. Also ich finde ihn nicht so hässlich. Oder meinst du das dahinter? Ich sehe gar nicht mal, was das ist. Ich glaube nicht einmal, dass es ein Ring ist. Da steht einfach Love in Schrift drauf. Die fette Kugel. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Ring ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die Suppe, die hat richtig geil geschmeckt. Also diese Pilze da drinnen waren mördermäßig geil. Aber auch da, der Reis... Einfach nur, der hat noch nie Salz in seinem Leben gesehen. Also den Reis, den fand ich wirklich schrecklich. Ich hasse nichts mehr als sowas. Die Glaci hat Lachs gehabt. Der war echt gut, auch die Soße war richtig gut. Also die Soßen waren für mich das Highlight von den ganzen Essen. Bei mir war leider gar keine Soße dabei. Oh, Almo hatte Chicken Wings dann noch als Hauptspeise. Die waren sehr geil. Die waren definitiv geil. Oder war das eh seine Hauptspeise? Nein, das war definitiv die Vorspeise. Das waren die Vulkanbällchen als Vorspeise. Ich habe seine Hauptspeise scheinbar nicht fotografiert. Und dann zum Schluss habe ich mir noch ein Mochi genommen. Ich habe die anderen noch kosten lassen. Es war ein Himbeermochi. Ist es so komisch, wenn man schon Mochis hat, warum nicht einfach mit der fucking Azuki-Bohne? Nein, Nein, das war nicht Himbeer. Sie hatten Himbeer, Erdbeer, das war... Blueberry. Was heißt Blueberry auf Deutsch? Mir fällt's gerade nicht aus. Mir fällt's gerade nicht ein. Aber für Blaubeere gibt es doch ein schöneres Wort. Heidelbeere. So deppert kann ja keiner sein. Heidelbeere, danke, ja. Okay, das waren die Fotos davon. Oh. Ja, die habe ich vergessen rauszulöschen. Das waren die Fotos, da war ich mit den Eltern... am 19. in Ungarn für Gansl-Essen. Da haben wir uns ordentlich was reingekaut. Das war saulecker. Also das ist die Portion, die Papa und ich uns geteilt haben. Die haben wir die letzten 4-5 Jahre, glaube ich, waren wir immer dort. Also minus Corona-Zeit natürlich. Wenn man die Corona-Zeit wegrechnet, die letzten Male, wo man essen gehen konnte, waren wir dort immer essen und haben jedes Mal die Platte für zwei Personen genommen. Wobei wir ein Jahr gab es, das war relativ am Anfang, da haben wir beide jeweils eine Platte für zwei Personen genommen und sie aufgefressen. Ich weiß immer noch nicht, wie sich das ausgegangen ist, weil auch dieses Jahr, okay, auch dieses Jahr, Papa war mal wieder gierig. Das ist das Essen von der Mama, das ist vom Bruder, das ist das Essen für ihn und mich. Und er hat sich noch eine Portion für sich bestellt. Guess what? Die Portion ist fast zur Gänze mit nach Hause genommen worden. Weil er absolut fucking überfüllt war. Und wir haben es ihm vorher noch gesagt. Ein kleiner Zwischensprung. Ich habe mich mit... Oh, nein, ein anderer Zwischensprung.
Nein. Ein Rücksprung. Jetzt sehe ich es gerade. Beim Koreaner habe ich auch noch ein Video gemacht. Kathis Suppe kam und die hat noch geköchelt, als sie geliefert wurde. Und ich habe halt, wie so behindert wie ich halt bin, köchel. Ein Video davon gemacht und einer der dümmsten Kommentare dazu geliefert. So. Am 7. Dezember, ich habe davon nur ein kleines Video gemacht, war ich mit der Kathi quer durch Wien unterwegs. Wir waren bei 6 oder 7 Weihnachtsmärkten. Vielleicht waren es nur 5, 6. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich habe da ein paar Weihnachtsmärkte gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe, und das war sau cool. Und wir kamen an einem, ich glaube, es ist ein Hotel vorbei, das voll cool diese Beleuchtung hatte. Also ich habe es nur kurz einmal, ich habe es wirklich nur ganz kurz aufgenommen. Aber ich finde das super cute und super cool aussehend, die Beleuchtung. Bin mir nicht sicher, was es war, ob es ein Geschäft oder ein Ding war. So, das war das Weihnachtliche. Am 23. November habe ich erzählt, wenn ich das hier abdrehen, das wird Vollgas DMCA triggern, aber was soll's. War ich in einem, wie hieß das, Rage Room? Und davon habe ich und das habe ich halt aufgenommen. Und das war eigentlich schon ziemlich fucking cool. Aber scheiß teuer. Es war viel zu teuer. Aber es hat definitiv Spaß gemacht und ihr seht, wie viel wir angezogen hatten. Und das ist ein Wok. Wir haben mehrere Waffen bekommen, inklusive einem Wok. Was so witzig war, dass man mit dem Wok auf irgendwas drauf hat, besonders weil das Geräusch einfach mega geil ist. Also, der Scherbenhaufen, der war schon da, der sammelt sich halt an von den ganzen Leuten, die da sind, und wir haben wir haben 6 Kisten an diversen Zeug bekommen. Ja, der Helm und mein Schädel, das hat nicht ganz zusammengepasst. Der Helm ist mir ein paar Mal schon abgefallen durch die Aggressionen, durchs Ausholen. Es hat sich, ich glaube doch, dass sich jemand ein bisschen wehgetan hat, aber nichts zu Schlimmes. Ich weiß nur, dass ich danach pitschnass war. Also wir haben eine halbe Stunde, haben wir uns ausgetobt, und ich habe zum Glück ein Ersatz-T-Shirt mitgehabt. Mein T-Shirt war wirklich nass. Also als wäre ich duschen gewesen mit dem T-Shirt. Doch, ich habe mir wehgetan, zweimal sogar. Also ich habe mir auf jeden Fall zweimal wehgetan und noch irgendjemand hat sich ein bisschen wehgetan. Irgendwas habe ich festgehalten und dann wollte jemand draufhauen und das Ding ist nicht zerbrochen, sondern der Rebound von dem Schlag ist mir durch den ganzen Arm durchgegangen. Musik haben wir selber abgespielt, es sind drinnen Boxen gewesen und einer hat halt Metal-Musik abgespielt. Ich habe keine Ahnung, was es war oder wie es war. Also wir hatten Baseballschläger, wir haben einen Hammer gehabt, wir haben einen Wok gehabt.
Und eine metallene Stange. Und ein paar Sachen haben wir natürlich einfach gegen die Wand gejietet, weil witzig. Eine Oma? Was? Das war sauwitzig. Die Teller wie Frisbees gegen die Wand werfen. Also das hat sich so gut angefühlt. Ah, da sieht man, da hat man irgendwo. Ja, das ist die Brechstange, von der, also diese Metallstange, von der ich gesprochen habe. Und man konnte hier schön golfen. Aber wir haben da sehr viel Zerstörung reingebracht. Das war sauwitzig. Der Raum war leider ein bisschen, haben du oder Almo gesagt. Oh. Jo, Daniel, frohes Neues dir auch. Es konnten maximal 2 Leute vorne gescheit Platz haben, damit sie gleichzeitig Sachen zerstören. Die anderen mussten ein bisschen weiter hinten oder zur Seite stehen. Ah, da. Da habe ich es versucht. Mit dem Wok und dann bin ich ein bisschen ausgerastet. Also danach war ich definitiv absolut fertig und nachdem wir da fertig waren, waren wir quasi ums Eck. Warum sind wir schon wieder da? Bin ich unabsichtlich nach hinten gesprungen? Oh, das ist der Hammer! Da habe ich einen Teller aufgestellt und den Hammer genommen und ein bisschen Tor gespielt und mit dem Hammer geworfen. Das war so cool. Also der Hammer, der hat's wirklich in sich gehabt. Der war richtig massiv. Wir hätten uns noch eine Kiste dazu nehmen können als Zusatz, aber das wäre viel zu teuer gewesen. Ich habe 20 Euro so eine Kiste mit Zeug. Ich meine, ich kann's verstehen. Es ist nicht gerade günstig in der Anschaffung sicher oder vielleicht finden die immer wieder so Sachen, die gratis hergegeben werden. Upsi-Daisy. Er hat verzweifelt versucht, auf dieser Schnur eine Flasche zu hängen. Damit er drauf haut und hat es einfach nicht geschissen bekommen und die Katze hat es dann gemacht. Da gibt es am Recyclinghof auf dem Flohmarkt zuhauf. Ja, danach waren wir in einem Lokal ums Eck, haben dort gegessen, getrunken und gechillt und geplaudert noch. War ein mega cooler Abend. Man hat auch Stifte bekommen, damit wir auf die Teller irgendwelche Sachen draufschreiben können. Zum Beispiel die Namen von Menschen, die wir nicht leiden können, um sie dann zu zerstören. Ah, der Bock, der war einfach so cool, aber er war saugefährlich. Also der Bock, mit dem habe ich mir halt wehgetan. Achso, sie hat den Bock genommen und ist runtergerutscht bei Bock-WM. Aber das alles sauber machen, Instandhaltung, welche Namen hast du da? Ich habe gar keinen Namen, ich war zu voll zum Schreiben. Da war irgendein Augenblick, wo ich dann... ...ein bisschen Aggressionen rausgelassen habe. Ja, das war auf jeden Fall ein super cooles Erlebnis.
Wir haben eine Stunde Zeit bekommen und ich glaube, wir waren innerhalb von einer halben Stunde fertig. Also, wir haben alles zerstört innerhalb von einer halben Stunde und wir waren aber auch relativ fertig innerhalb von einer halben Stunde. Okay, ich habe sie eh abgedreht. Ich war mir nicht sicher, ob das tatsächlich alles war, was gefilmt wurde. Irgendwie, ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass da mehr war und dass es viel zu kurz ist, das Video, aber das war scheinbar alles. So, dann machen wir noch einen ganz kurzen Sprung. Ich habe mich mit Freunden von mir getroffen auf einem Weihnachtsmarkt, den es in meinem Dorf gab. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht wusste, dass das ein Weihnachtsmarkt ist dort. Ich kannte diesen fucking Weihnachtsmarkt nicht und war dezent davon überrascht, dass es das gibt und dass es so cool ist. Wir hätten uns eigentlich früher treffen müssen, sie haben es dann verschoben um eine halbe Stunde, weil sie sich verspätet haben. Und das war genau der Zeitpunkt, ich kam dorthin. Ich weiß nicht, ob es bei euch sowas gibt. Mich jetzt nur interessieren. Wird es bei euch wahrscheinlich nicht geben. Ja, bayerisch-österreichischen. Perchtenlauf, sagt euch was? Wird euch wahrscheinlich nicht sagen. Krampuslauf. Vielleicht eher. Falls man Krampus kennt. Kennst du? Ach Gott, warum habe ich es zugemacht? Unabsichtlich. Ich kam dorthin und dann genau zu dem Zeitpunkt war nämlich, wurde überall schon alles abgesperrt und ich kam rein und die Leute schauen mich an und ich wusste nicht, was abgeht, bis ich dann kapiert habe, worum es geht. Und die haben halt dumme Kommentare geschoben, dass es schon angefangen hat. Ich habe mich dann halt nach hinten gestellt, nicht zu meinen Freunden, weil die waren kurz davor schon da. Eine Gruppe haben sie einen dreijährigen Campus, findet den mega. Und sie haben Rammstein abgespielt. Ich glaube, da habe ich noch zu früh angefangen. Also, ich habe erst angefangen zu filmen, habe mir dann gedacht, bevor die Campusse kommen, wechsle ich nochmal, bin dann außenrum, ganz außenrum da hingekommen, hab gesehen, da komme ich nicht durch und kann nicht filmen und bin wieder zurück und hab dann nochmal gefilmt. Es ist ein bisschen zittrig, mir war arschkalt und ich hab versucht, von ganz hinten zu filmen, so gut es geht. Also bitte mit Nachsicht, dass es ein bisschen zittrig ist und dass es ein bisschen verschwommen ist oder vielleicht nicht ideal ist. Die Teufelin mit dem Kerzenständer, mit dem Kerzendreizack, Vierzack, Kerzenmistgabel, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. I-Badener. Das sind aber unsere Badener, nicht eure Badener. Der gehörte nicht zur Show dazu, der hat irgendwie die Memo nicht bekommen. Und das sind jetzt die Krampusse gewesen. Unsere heißen Badenser, okay. Und das Witzige war, die haben, bei manchen haben sie den Hintern so leicht versohlt und manchen haben sie einfach die Haube weggenommen. Anders sieht man es eh. Also, die Kostüme und die Masken waren mega geil. Die waren wirklich, wirklich mega geil. Die LED-Augen vor allem, egal ob es blau, grün oder rot war. Auch allgemein die Masken, wie sie irgendwelche Brandwunden oder ähnliches hatten, es sah schon sau, sau cool aus. Es sah mega, mega cool aus.
Und das ging dann für 20 Minuten oder so. Wie viel habe ich davon aufgenommen? Ich habe 4 davon aufgenommen. Ich glaube, es ging 20 Minuten. Ich habe nur 4 Minuten aufgenommen, weil mir dann die Hand abgefallen ist, weil ich halt wirklich so da stand mit den Händen ganz oben drüber. Das ist eigentlich so, damit ich es festhalten kann. Ich hätte es quer filmen können, ja, das wäre vielleicht gescheiter gewesen. Und er hatte dann auch so Ketten mit Dingen drinnen, die gerasselt haben. Ah, sah schon sau cool aus. Und dazu halt Rammstein und nach Rammstein, ich weiß nicht, was dann kam. Irgendein anderes Lied, wo ich mir dachte, das passt nicht so ganz dazu, aber whatever. Ah, da sieht man eh, nein, er hat sie nicht weggenommen. Er hat es nur angedeutet, aber einem anderen, da links vorne, hat man die Haube weggenommen. Und er hat hier so auch so eine Fackel in der Hand gehabt, das sah so cool aus. Und ich habe halt während des Filmens, man sieht ihn eh, den Typen da, den man gerade links im Bild gesehen hat, dem hat man dann die Haube weggenommen. Ah, die Masken, die waren wirklich, also High Quality. Die waren absolut High Quality. Aber der mit den grünen Augen, er schaut schon saugeil aus, einfach nur. Er sah wirklich mega, mega cool aus. Also, zum richtigen Zeitpunkt quasi gekommen. Es war absoluter Zufall, dass ich da dabei war. Kann man sich immer so vorstellen, wie viele Stunden reinfließen. Ja, definitiv. Okay, da. Und dann haben sie sich hingestellt und es gab so Gruppenfotos. Ich habe versucht, so viele Fotos wie nur möglich aus allen Winkeln zu machen. Okay, ich habe eh nur 4. Habe ich wirklich nur die 4 gemacht? Scheinbar. Aber die Kinder waren auch voll begeistert und wollten sich da oben die fotografieren lassen. Wie viele waren das? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück waren das. Also war schon ein sehr cooles Erlebnis. Excusez-moi. Ja, und da habe ich dann mich mit 2 Freunden eben getroffen, Freund und Freundin. Dann haben wir dort was getrunken. Wir haben dort, das habe ich eh dann auf Discord gepostet, die günstigsten Spiralkartoffeln mit der größten Menge gegessen, die ich jemals erlebt habe. Also das war wirklich so eine Tüte voll mit Dingern und sie hat es aufgefüllt, dann hat sie es mit Knoblauchsalz gesalzt und dann hat sie nochmal aufgefüllt und nochmal von oben gesalzen. Gescheit, damit überall Salz drauf ist und nicht alles anfüllen und dann oben leicht Salz drauf und fertig aus. Das war mega geil, also top notch. So, kommen wir zum ersten Ding. Lichtergarten Laxenburg. Das war am Anfang, als wir reinkamen. Die Videos werde ich dann zum Schluss zeigen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hin und her springen, weil ich nicht mehr genau die Reihenfolge weiß. Ich habe auch das allererste Schild habe ich zum Schluss erst fotografiert, das heißt Sternentor, Stargate. Es war so aufgebaut, das ist ein Garten, Laxenburg ist ein Schloss. Ja, genau das. Laxenburg ist ein Schloss mit einem riesen Areal, wo man spazieren gehen kann. Man zahlt dort Eintritt und kann dann halt so lang spazieren gehen, wie man will. Oder hat das eine Schließzeit? Es gibt auch das Schloss in der Mitte, wo man einerseits zu Fuß gehen kann, aber es gibt auch einen See, es gibt mehrere Wasserwege, es gibt direkt
beim See gibt es auch so einen Stand, so ein Buffet, beziehungsweise auch einen Bootsverleih, wo man dann mit Booten die Wasserwege entlang gehen kann, entlang fahren kann. Und ja, dort haben sie eben dieses Illumina aufgebaut, diese beleuchteten Gärten. Und überall vor jedem Kunstwerk stand da, welcher Künstler es gemacht hat und von wo er ist und der Name des Ganzen. Und das allererste war das Sternentor, das Stargate. Das habe ich jetzt nur reingemacht, weil mir eingefallen ist, dass ich das erst zum Schluss fotografiert habe. Das hier ist direkt am Anfang, gibt es diesen Brunnen, und dieser Brunnen, ich habe den, glaube ich, auch gefilmt, ist tatsächlich animiert, dass es auch ausschaut von den Lichtern her, als ob Wasser fließen würde. Es fließt Wasser. Es ist Wasser geflossen, plus eben die Animation, dass es geflossen ist. Also echt, allein schon der Anfang, das habe ich geliebt. Das fand ich schon wirklich wunderschön. Und das ist eben, das ist das Schild da. Mit wo das Stargate steht und der Anfang vom Ganzen. Da habe ich eine Aufnahme, werde ich euch danach zeigen. Eigentlich kann ich es jetzt gleich zeigen. Was, ich zeige es jetzt gleich. Nein, ich zeige es zum Schluss. Oder zeige ich es jetzt? Ach, ich zeige es jetzt. Es geht mir nur am Nerv, dass ich die ganze Zeit die Musik dazu muten muss. Es war mega neblig an dem Tag, wodurch die Lichter noch geiler rübergekommen sind. Oh, ich habe nur das bisschen warum habe ich nur das bisschen gefilmt? Das finde ich schade. Aber mega cool gemacht. Also es war wirklich so ein wie in Stargate, so ein rundes Tor da hinten, man sieht es eh. Also die Lichtershows, die dort waren, mördercool. Mega cool gemacht. Ja, genau, da ist es. Das Stargate. Dann kam es zur Welt, die Welt der Herzen. Interessant, da stand gar kein Künstler dabei. Cool. Mein Bezirk AT aus der Liebe zur Region, da konnte man sich hinsetzen und fotografieren. Und jedes einzelne Ding hat ein eigenes Theming gehabt. Wie gesagt, und da war es halt die Welt der Herzen, alles in Rot mit Herzen und Liebe. Und hinten die Pagode auch schön ausgeleuchtet. Als nächstes kam dann Neonseiten. Künstler CCL aus Great Britain. Sind Bäume einfach mit LED-Seiten geschmückt worden, und das hat sehr, sehr cool ausgesehen. Allein schon, wie es ausschaut, als ob da die Wurzeln vom Baum dargestellt werden. Dann kam Spiraltunnel von Florian Martin aus Germany. Da habe ich auch ein Video gemacht, das weiß ich noch. Da war ich nämlich begeistert, da habe ich mich einfach selber gefilmt, wie ich an den Dingen vorbeigehe. Also nichts Spektakuläres. Ich glaube, man merkt mir an, dass ich die Dinger, diese ganzen Farben und Lichter abso-fucking-lut liebe. Irgendwer hat sich da, glaube ich, einen Spaß erlaubt. Oder es heißt wirklich so, die gemeine Pimpernuss. Die gemeine Pimpernuss. Ein sehr interessanter Name für eine Pflanze. Sehr interessant aufgebaut. Es ist einfach beim Spazierengehen, sind einfach Bäume da, und es ist so ein Bogen ausgeschnitten worden, dass man unten durchgeht.
Oben schaut es aus, als ob die Bäume angemalt sind. Dabei ist es einfach nur von hinten ein Projektor, der da drauf gestrahlt hat, wodurch die Muster in den Bäumen entstanden sind. Dass ich keinen Spaß erlaubt, das gibt's wirklich. Ich hab's mir nämlich gerade. Ich hab zuerst geglaubt, es hat sich jemand einen Spaß erlaubt, weil er so drüber geklebt wurde. Aber dann habe ich unten gesehen, dass da tatsächlich Pimpernüsse, die Staphylea, dass das tatsächlich so heißt. Oh, das ist schärfer, das Bild, sehr gut. Das schaut einfach so cool gemacht aus. Es schaut einfach fucking aus, als ob es in die Bäume reinrasiert wurde. Dabei ist es tatsächlich nur Licht. Und da hinten sieht man eh schon, da hinten haben wir die erste Pause gemacht mit Essen und Trinken. Über der Brücke drüber gab es links und rechts Fische im Wasser, die beleuchtet waren. Scheinbar gab es bei der ersten Brücke, bei der wir drüber gegangen sind, auch schon Fische, nur die haben nicht mehr geleuchtet, deswegen sind sie mir nicht aufgefallen. Am Rückweg, weil man macht eine große Runde und ist dann wieder zurück und die letzten paar Sachen sieht man nochmal. Und eigentlich beim Stargate, direkt nach dem Stargate ist eine Brücke und vor der Brücke gibt es einen Seitenweg, wo man dann den Weg zurück durch Stargate rausgeht. Und da habe ich dann auf der Seite gesehen, dass da unten auch Fische sind, aber die nicht geleuchtet haben. Die sind mir halt beim Hingehen nicht aufgefallen, weil sie nicht geleuchtet haben. Die singenden Bäume. Warum ich mich zweimal fotografiert habe. Man sieht sie hier eh da hinten. Interessant, dass ich sie nicht fotografiert habe. Interessant, von den singenden Bäumen habe ich tatsächlich nur Videos. Was ist das? Ah! Das sind diese Shows, okay. Ich zeige euch erstmal die singenden Bäume. Leider sind ein paar Leute sehr laut nebenbei gewesen, deswegen habe ich mich ein bisschen entfernt und es nochmal gefilmt. Also es war tatsächlich zum Gesang dazu, haben die Bäume aufgeleuchtet, was mega cool war zum Anschauen. Gib mir Shopkeeper. Ja. Das stimmt, ja. bevor ich jetzt weitergehe, muss ich noch kurz. Ich habe gesagt, wir haben einen Zwischenstopp gemacht und gegessen und getrunken. Das war direkt am See und beim See. Ich weiß noch nicht, warum ich das Schild nicht fotografiert habe. Das habe ich scheinbar vergessen. Gab es dann sowas? Eine Lichtershow im Wasserdampf. Man sieht es leider teilweise nicht so gut, weil die Framerate genau mit der Kamera übereingestimmt hat. Aber man kann es grob die Sachen erkennen. Man hat diverse Sachen von der Welt gezeigt. Das ist unten, da steht jetzt Illumina. Man sieht es unten in der Wasserspiegelung, kann man es ein bisschen besser. Ja, man, hin und wieder sieht man es doch. Das fand ich fucking impressive zum Anschauen. Und ich werde euch nicht spoilern, was alles gezeigt wurde. Libellen, Pflanzen, Rosen waren vorher. Känguru. Also sie haben diverse Sachen von Ländern dargestellt. Schmetterlinge. Kolibri. Ja, ich finde das wunderschön. Zeus.
einen Blitz runterwirft. Also es sah echt so dermaßen schön aus. Eine Meerjungfrau, Fischis, ein Wal. Ein Delfin, wieder Fischis, ein Oktopus, wieder ein Delfin oder Wal, eins von den beiden. Da stand jetzt wieder Illumina. Das war der erste Part. Dann habe ich abgebrochen, damit ich das getrennt voneinander habe. Das war jetzt der zweite Part. Ich habe keine Ahnung, was da stand. Die Europakarte, da haben wir jetzt Österreich. Illumina. Ah ja, der Eiffelturm. So, die typischen französischen Sachen. Französische Flagge. Hier steigt davon aus, dass es der Louvre ist. Der Cancan. Moulin Rouge. Ah ja, na, da war jetzt Holland, das Windrad, die Flagge, der Käse, die Holzpantoffeln. Ah, jetzt kamen Weihnachtsbäume, ich glaube, das ist Schweden jetzt, oder? Der Weihnachtsmann. Zu laut, Entschuldigung. Ja, Schweden. Nein, jetzt kommt Schweden. Das zuvor war dann Finnland. Norwegen? Irgendeins von denen wird es gewesen sein. Wikinger, natürlich. Schweden. Österreich. Bier. Müsste dann Deutschland sein. Ja. Italien? Nein, Spanien. Okay, Holland, Großbritannien, das ist jetzt alles durchgemixt. Der Big Ben. London Bridge. Typische Doppeldeckerbus. Also mega coole Show. Hat mir saugut gefallen. Und ich fand es schon ziemlich cool. Dieser Fokus auf Europa und die ganzen europäischen Wahrzeichen und die typischen europäischen Sachen. Irland. Rom. Kolosseum, ein Löwe.
Ich habe keine Ahnung, was es ist. Griechenland? Ja, Griechenland. Das ist Spanien. Illumina. Und nachdem die Show fertig war, gab es so einen fetten Countdown im Himmel, wann das nächste Mal gezeigt wird alles. Ich glaube alle 15 Minuten. Oh, jede Minute scheinbar. Never mind. Habe ich mich vertan. Bei dem anderen waren es nur alle 10 Minuten oder so. So, da habe ich jetzt nichts mehr so weit verpasst. Das sind die singenden Bäume, die hatten wir jetzt schon. Dann ging es weiter von den singenden Bäumen, gab es diese ganzen Noten, die Symphonie. Ein Engel mit einer Harfe. Ein Musiker mit einer Violine. Wie auch immer das ist. Ein Engel mit einer Violine. Ein Engel mit einer Trompete. Ein Flügel. Kein echter, by the way. Ja, ich wollte sie eigentlich fotografieren, aber sie kann natürlich nicht still sitzen. Es hat dabei Klaviermusik gespielt. Also es ist alles mit Musik untermalen gewesen. Was ich sehr, sehr cool fand. Radius. Mandy Lights. Oh, stimmt. Dazu habe ich auch ein Video. Welches ist das Video? Das ist es. Richtig epische Musik und dazu halt die ärgste Lightshow. Also man konnte sich da zu dieser Aussichtsplattform, es ist so wie eine kleine Burg aufgebaut. Ich gehe stark davon aus, dass da früher Reitshows waren und die Schlossherren sich da nach oben hingesetzt haben und von da oben das runter beobachtet haben. Also man kann da drauf gehen und es ist tatsächlich so wie ein Balkon aufgebaut. Und man kann da drinnen reingehen und außenrum ist es halt dick umzäunt. Und normalerweise ist es immer verschlossen, dass man da nicht durchgehen kann. Und für das Event haben sie das dann halt aufgemacht und man konnte dann runtergehen und da durchgehen. Mega cool. Be Happy, dazu habe ich auch ein Video. Das war erstens überall Disco-Kugeln, zweitens mega die Disco-Mucke und drittens überall waren diverse Emojis da. Also es war so dieses He-Emoji, dann dieses Also es waren alle möglichen Emojis da in groß. Und das fand ich schon so cool. Also da bin ich wirklich dancend durchgegangen, weil es einfach nur so cool ist. Ah, man sieht, da habe ich eh noch eins fotografiert. Aha. Dann gingen wir weiter. Sogar die Brücken waren alle schön ausgeleuchtet immer. Das ist jetzt Tinkerbell. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Tinkerbell ist. Es war von Illumina halt das Maskottchen. Ich weiß nicht, ob das immer das Maskottchen ist oder dieses Jahr. Haben sie ganz viele Tinkerbells auf der einen und auf der anderen Seite da gehabt. Da konnte man sich dann mit der fotografieren daneben. Hier ein Engel mit Kerzen, konnte man sich links und rechts davon hinsetzen zum Fotografieren. Wassershow. Bei der Burg gab es eine Wassershow. Die Burg war auch schön beleuchtet, also der Turm war schön ausgeleuchtet. Und das habe ich fotografiert, als wir dann weitergegangen sind. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, kleine Penisse in der Burg so reinzubauen damals, aber für mich definitiv eindeutig ein Penis zu sehen und nichts anderes.
Was die Lichtershow angeht, natürlich habe ich das auch per Video. Ich liebe es. Es ist so cool. Es ist so fucking cool. Achso, das war Intermezzo. Da habe ich kurz angefangen zu filmen, bis ich gemerkt habe, oh, da ist doch noch keine Musik. Und da hat dann die Musik begonnen. Also sie haben da mehrere Lieder und Lichtershows und auch Farben gehabt, die sie dort abgespielt haben. Liebe ich sowas. Sowas liebe ich. Allgemein das gesamte Projekt, das sie dort da aufgebaut haben, das fand ich alles so sauber, super cool, ja. Die Eier sind zu weit auseinander. Wenn du sie irgendwo flach hinlegst, dann kannst du sie schon auseinanderlegen. Dann sind wir in die Burg hinein. Da ist es auch ausgeleuchtet gewesen und da gab es auch so Essens- und Trinkstände. Drinnen ist auch ausgeleuchtet gewesen. Das Coole ist, ich habe es zwar nicht gefilmt, aber ihr könnt es euch vorstellen, da oben diese Punkte sind Schnee. Also es ist animiert gewesen, als ob Schnee fällt. Sieht mehr wie ein falscher Rum. Herumener. Eierstock, okay. Ja, fair enough. Könnte man auch so sehen. Ausgang aus der Burg, sind wir über eine Brücke drüber. Das Komische ist, es ist, wie gesagt, es ist ein See drumherum um diese Burg. Es waren 6 Grad, glaube ich. Also 8 Grad, als wir losgegangen sind, dann da war es schon sicher 6 Grad. Das Wasser war gefroren. Es war tief gefroren. Gautsch hat mit mir diskutiert, ich habe gesagt, das ist Wasser. Sie hat gesagt, nein, das ist eine optische Illusion. Er hat gesagt, doch, das ist Wasser, man sieht das Kabel im Wasser entlang gehen zu diesen Lotusblüten. Sie hat dann ein Steinchen gefunden und es aufs Wasser geworfen, es war tatsächlich Eis. Es ist wirklich festgefroren. Sie konnte es nicht glauben, weil es dafür zu warm ist. Es ist auch eigentlich zu warm dafür, aber es war trotzdem festgefroren. Und das ist, also auf der Seite sind die Lotusblüten gewesen, auf der Seite ist dann halt der Rest vom See. Da gibt es auch Bänke und da haben halt auch so Lichter, Laternen entlang geführt. Es sah super cool aus, diese Seerosen. Nennen wir es mal Seerosen statt Lotusblüten. Und durch den Nebel sah das einfach so dermaßen cool, eerie aus, so unheimlich. Ich habe dann versucht, mit diversen Lichteinstellungen das Ganze zu machen. Kam leider nicht wesentlich besser rüber. Aber... Und das war ja überhaupt verschwommen. Dann kamen wir zum Donnerwald. Ich glaube, da habe ich auch Videos. Ja, da habe ich auch 2 Videos. Und wieder muten. Also mal abgesehen davon, dass das Bild einfach super cool ausschaut. Ihr müsst jetzt genau hinhören. Also Donnerwald hat es geheißen, weil es hinten immer wieder gedonnert hat. Ich habe versucht, es zu filmen. Ich glaube, ich habe es nicht einmal erwischt. Edwigs Theme hat es da gespielt im Donnerwald. Und es hat die ganze Zeit gedonnert. Man hat sogar gesehen kurzzeitig auf dem Video.
Und da waren überall so fette Lasershows dürfen die das? Sie haben es bei dem und sie haben es auch bei dem anderen Lichtergarten, bei dem ich war, auch abgespielt. Also scheinbar schon. Also die Lasershow, die da auch da war in diesem Donnerwald, war sehr cool. Nebelmaschinen gab es auch sehr viele. Ach, es ist so cool. Liebe das. Ah, und da sieht man in die Nebelmaschine. Ja, so hat das dann ausgesehen, so dass man es auch auf dem Boden sieht. Gefährlicher war einfach nur, ins Licht reinzuschauen. Einen wunderschönen guten Abend, mein lieber Scrat. Wie war dein Stream? Vielen Dank für den Raid. Willkommen, wie weit Takes Two? Und hallo Alana. War sehr lustig. Ja, sehr schön, das freut mich. Ja, eigentlich war die Nebelmaschine gar nicht notwendig. Es war eh schon so nebelig, aber es hat dem Ganzen noch so einen spooky Trip gegeben, das Ganze. Dann kamen die Kronleuchter von einem Franzosen, ekelhaft. Bei dem habe ich auch ein kurzes Video gemacht, weil es war sehr schwer. Da habe ich es tatsächlich sogar gecaptured, siehst du, das habe ich gar nicht gewusst. Die haben die ganze Zeit Farben gewechselt zu einzeln. Und da fand ich das sehr amüsant. Ich habe vor allem die violette Farbe erwischt. Wie sie dann einzeln geblinkt haben und sich so Stück für Stück verändert haben. Mega cool gemacht. Echt sehr, sehr cool gemacht. Das musste ich auch fotografieren, weil... Irgendwo gab es da so eine kleine Baustelle, so eine Brücke, wo die Baustelle da ist, und da hat das Licht geblinkt und da habe ich gemeint, jo, das hat sicher ein Jugo gemacht. Deswegen habe ich auch das Baustellending fotografiert natürlich. Eintauchen. Eine Ruine, wo man reingehen konnte. Davon habe ich auch mehrere Videos sogar gemacht. Und das sind solche... Lichterketten runtergehängt. Geht's nicht so gut? Ah, es tut mir leid zu hören. Ja, gute Besserung. Die Lichterketten, sie haben Farben geändert. Auf normal, auf Singular Farben. Man sieht hier zum Glück genau perfekt das Foto gemacht, dass es bunt ist. Ein paar Spielereien gab es auch. Musik gab es natürlich auch. Ich habe versucht, das ein bisschen aufzunehmen. Und ich glaube, man sieht es mir an, dass ich absolut begeistert bin. Das war so cool da drinnen. Und ein drittes habe ich auch noch, das ich dann von außen aufgenommen habe. Ah ja, Nebelmaschine da natürlich auch. Das ist nämlich, ohne Nebelmaschine geht gar nichts. Haben sie wunderschön gemacht. Also ich glaube, da waren wir am längsten. Wir haben da einige Gruppenfotos aufgenommen. Es ist einfach, oh mein Gott, durch den Nebel schaut das mega cool aus. Okay. Ach, das sah wirklich sehr cool aus. Kann ich 3 Jahre vor Corona schützen? Leider hat es mich doch erwischt. Ah, scheiße, tut mir leid. Das Grinsen ist riesig, ein bisschen, ja. Ein bisschen. Stabfeld war das nächste. Das waren so kleine Stäbe, die auf der Seite links und rechts überall reingesteckt waren.
ein ganzes Feld entlang. Da habe ich auch sogar ein Video, sehe ich gerade. Und die haben so langsam die Farben gewechselt. Los, wechsel die Farben. Ah, und die Musik gab's auch dazu. Es ist so schön gewesen. Es war einfach so traumhaft schön. Recycled Cycles. Das war Lichtergarten Luxemburg. Recycled Cycles. Sie haben Fahrräder hergenommen und sie ausgeschmückt. Ich weiß doch nicht, wessen Idee das war. Steht leider nicht dabei. Also sie haben diverse Fahrräder hergenommen und sie eigentlich ziemlich cool ausgeschmückt, muss ich schon sagen. Eine fette Schneekugel. Ich glaube, das war gegen Ende, oder? Dann gab es so eine frohe Weihnachten-Dings, wo man sich hinstellen und fotografieren konnte. Ja, das ist das Ende. Das war das Letzte. Da kam dann wieder der Anschluss zum Stargate. Und da habe ich wieder das Stargate, das Schild fotografiert, das ich vergessen habe. Das ist der Zug, mit dem wir sind bei einem Parkplatz gewesen, weil die Parkplätze dort waren alle schon komplett voll. Wir sind es gibt noch einen zweiten und einen dritten Parkplatz, die sind ein bisschen weiter weg gewesen. Und da gab es so einen kleinen Zug. Wie viel waren es? 3 Euro pro Person für Kinder 1,50 für Hin- und Rückfahrt. Und damit sind wir dann hin und eben zum Parkplatz zurückgekommen. Und da ist auch nochmal der Brunnen am Anfang aufgenommen. Es ist Wasser geflossen und es hat auch noch extra durchs Licht ausgesehen, als ob es geflossen ist, was ich sehr, sehr cool fand. Das waren die einen Lichtergärten. So. Und wann war das? Am 13. Dezember und am 27. Dezember, das war letzte Woche Mittwoch, glaube ich. Ja, letzte Woche Mittwoch. Waren wir dann in Grafeneck. Das war am Anfang, am Eingang. Wow, das ist richtig unscharf. Es war noch vor dem Eingang, also da ist da hinten. Wir waren ein bisschen früher da, wir haben Timeslots gehabt, wo wir rein konnten, damit nicht zu viele Leute auf einmal drinnen sind. Und das war der Eingang und erst ab da ging es dann los. Wir haben davor ein bisschen noch gewartet. Und das war halt dann der Start des Ganzen. Direkt das Tor, also ausgeschmückt sieht das einfach mega geil aus. Habe ich da eigentlich irgendwelche Aufnahmen? Ja, da habe ich auch ein paar Aufnahmen. Ja, kann man am Anfang, ich glaube, es sind Eulen gewesen. Ja, direkt am Anfang Eulen. Schon mal mega begeistert gewesen. Vor allem Schneeeulen mit dem Buch und der Feder und der Tinte, mit dem Tintenfass. Sehr, sehr cool. Und eine Eule natürlich, die im Buch liest. Das ist ganz wichtig gewesen. Pfauen. Paue? Pfauen? Also das Plural vom Pfau. Die bei einem Käfig drumherum sind und direkt daneben ist einer gestanden, der sein Federkleid natürlich erweitert hat. Eine Sternschnuppe und ein Herz, das uns bekannt vorkommt, das gab es auch bei einem anderen, 1:1 dasselbe Herz mit demselben Text, gab es bei einem anderen Lichtergarten auch. Da war das nicht ganz so sortiert wie beim anderen, hier gab es nicht so Themen oder und beziehungsweise mit den Künstlern dran, sondern tatsächlich haben sie irgendwie, es hat sich ein bisschen random angefühlt, was sie wo irgendwo hingeklatscht haben. Es war schön,
Es war wirklich schön. Der erste, den ich euch gezeigt habe, der hat mir wesentlich besser gefallen. Aber hier gab es auch ein paar Highlights. Da gibt's, das muss ich noch die anderen fragen, ich habe mich da fotografiert, da gibt es so einen Mond, mit wo man sich draufsetzen und fotografieren kann. Und ich bin dann hier nach hinten gegangen, es gibt außerhalb vom Zaun, gibt es hier so einen fetten Stern, der sehr cool aussah. Den habe ich tatsächlich von außen gesehen, als ich dort in die Nähe gekommen bin. Wenn man fährt, fährt man nämlich da außen rum und da habe ich den Stern schon gesehen und mir gedacht, oh, das wird es dann wahrscheinlich sein, die Gegend. Das ist ja mega toll, ich muss jetzt ins Bett. Mir fallen die Augen zu. Eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Mach's gut, gute Besserung nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Das habe ich fotografiert, weil ich mich gewundert habe, warum hat man diesen abgesägten Baum so beleuchtet. Das ist einfach ein fucking abgesägter Baum. Aber die Farm hat mir gefallen, also. Ja, da kamen wir jetzt in die Blumenwelt. Und die Blumen, die sind echt eindrucksvoll gewesen. Dankeschön. Und die Blumen sind wirklich, wirklich schön dargestellt. Komplett random Panda-Bären. Ich weiß nicht, warum Panda-Bären, aber sie haben cool ausgesehen. Habe ich nochmal umgedreht und alle Blüten auf einem Foto draufgebracht. Pilze. Und da gab es hier so Schmetterlingsflügel, wo man sich da vorstellen konnte zum Fotografieren. Da war natürlich eine Masse an Leuten, die da gewartet hat. Hier noch mehr Blumen und Schmetterlinge. Da haben auch einige Leute gewartet, sich zu fotografieren zu lassen. Biene oder Wespe, eins von den beiden wird schon gewesen sein, mit ganz vielen Blumen drumherum. Noch mehr Pilze, noch mehr Pilze, noch mehr Pilze. Oh, Kanada. Hamana, 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 na, na. Im Kopf nach sitzt nach Wespe aus, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Biene hätte es Sinn ergeben bei den ganzen Blumen, aber es ist scheinbar es schaut für mich auch eher wespig aus. Dann gab es hier auch, so wie es dort diesen Raum mit diesen Lichtern gab, gab es hier das Ganze im Open Air. Was der Klautsche dann aufgefallen ist, als sie ist durchgegangen und hat von hinten durchgeschaut. Es sind tatsächlich, wenn man drauf geschaut hat, teilweise Symbole durchgelaufen. Das ist, was hat sie gesagt? Ein Kreis und ein X sind auch schon mal durchgelaufen. Das ist mir nicht aufgefallen, so von der Seite vom Filmen her. Aber die Musik hat mir gut gefallen. Auch die Farbkombination, einfach mega cool. Dort war es cooler, weil man in einem geschlossenen Raum war und das alles einfach so wirklich um dich herum hat. Hier war es eher so ein Durchgang. Allerdings, wenn tatsächlich da so Symbole durchgekommen sind, fand ich das. Die Musik, da hätte ich nach 20 Minuten spätestens Aspirin gebraucht. Ja, 20 Minuten bleibst du da eh nicht stehen, vor allem weil es arschkalt war. Also da habe ich es bereut, dass ich keine lange Unterhose anhatte, weil. Das ist halt. Oh, das war sau cool, was dann angefangen hat, in allen Farben zu blinken. Es ist arschkalt geworden, weil es einfach irgendwo mitten im Nirgendwo ist, alles flach gewesen und auch der Wind halt richtig krass durchgezogen hat. Und da bin ich dann langsam durchgegangen.
Das habe ich mitbekommen, dass es so ausschaut, als ob man Warp-Geschwindigkeit erreicht oder durchzoomt. Das habe ich nur kurz aufgenommen, weil ich wollte den Leuten nicht im Weg stehen. Und wieder happy me, wie ich durch die Lichter durchgehe. Und genau jetzt war natürlich Intermezzo, wo es ruhig war. Und da habe ich dann abgebrochenes sein lassen. Wieder eine Eule. Also der Eulenanteil war sehr zufriedenstellend, muss ich schon sagen. Ein paar Hirsche. Eichhörnchen. Wieder ein Hirsch oder Reh oder whatever. Rentier. I guess. Eichhörnchen. Und da hinten, aus welchem Grund auch immer, Tauben? Ich glaube zumindest, dass es Tauben waren. Schwalben, Tauben, whatever. Das Eichhörnchen mit den Nüssen fand ich schon sehr cute. Aus welchem Grund auch immer, Adler? Das war sau, sau cool. Wölfe und hinten haben sie eine Nebelmaschine aufgestellt und hinten, ich dachte zuerst, es ist nur ein bedruckter Mond, aber es war tatsächlich ein Ballon. Also es war tatsächlich unten so ein fettes Teil, das Luft die ganze Zeit reingeblasen hat. Und man konnte, immer wieder ist die Nebelmaschine dahergekommen und hat es neblig gemacht, sodass man in den Nebel in die Nacht hinein verschwindet. Sau cool gemacht. Und direkt daneben ist ein Adler, wie er genau im Sturzflug auf die Hasen ist, wie er gerade den Hasen reißen wird. Die Darstellung finde ich schon cool gemacht. Also, dass man auf die Idee kommt, das zu machen, finde ich schon sehr, sehr cool. Ein Fuchs. Ja, einfach... Warum auch immer das so rot ausgeleuchtet war mit Disco-Lichtern. Die Laser, die sind so cool. Aber da ist auch wieder gefährlich mit dem Reinschauen und blind werden. Aber es sieht einfach durch den Nebel auch so cool aus. Also kleine Durchgänge. Da gab es dann wieder eine Wassershow. Die Musik war da aber echt sehr, sehr leise. Also ja, das waren... Dann ging es weiter über eine Brücke und da gab es dann, also das habe ich dann noch von der anderen Seite, die Lichtershow, da war wieder ein anderes Lied mit anderen Farben natürlich. Hänsel und Gretel, aber dazu kommen wir, da komme ich später noch vorbei und habe ich es nochmal fotografiert. Da gab es dann weiter eben zum Rundweg und da gab es die Toy-Toy-Klos, also die mobilen Klos, wo man pinkeln konnte, da war ich natürlich nicht. Ich war beim Eingang, / den Ausgang pinkeln, bei einer normalen Toilette. Und Gastro, und da ist dieser Gastrogarten. Dixie-Klo, genau. Also es gibt Dixie-Klos, Toy-Toys und so weiter und so. Ja, Dixie, sagen wir auch, ist die Toy-Toy ist die Marke, die andere. Es gibt die Dixie und die Toy-Toys bei uns, sind die meistverbreitetsten. Und da habe ich tatsächlich mein Essen gar nicht fotografiert, ich hatte so Hunger. Der Punsch, der war nicht schlecht, der Kinderpunsch. Aber auch Toy Toy ist Dixie. Ich dachte, Dixie ist auch eine Marke. Ich glaube, ich bilde mir ein, dass das beides Marken sind. Whatever, egal. Ja. Die anderen hatten Hotdogs zum Essen. Ich habe mir... Papiertaschentücher Tempo, ja, das sagt's aber nur ihr, das sagt man bei uns nicht.
Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist richtig, ja. Ich hatte Kartoffelpuffer mit Rohschinken drüber in einer Rahmsoße und obendrauf haben sie dann noch Parmesan drüber gegeben. Mega geil. Oh, das hat so gut geschmeckt. Das hat echt gut getan. Bei euch Tee sind bei uns Dixer, ja genau. Und einer und Pommes gab es auch, die wir so ein bisschen alle davon gefuttert haben. Zewa. Küchenrolle. Ja, dann gingen wir weiter, dann gingen wir eben durch dieses Hexenhaus, durch Hänsel und Gretel durch. Stimmt, das war die Märchenabteilung. Da waren jetzt Märchen, alle möglichen. Also Hänsel und Gretel. Warum auch immer bei Cinderella die Eule dabei war. Ich bin immer happy, wenn ich eine Eule dabei habe. Aber bei Cinderella könnte ich mich nicht erinnern, dass auch nur eine fucking Eule dabei ist. Pinocchio mit der krummsten Nase, die es jemals gegeben hat. Ich weiß nicht, warum die Nase so krumm ist von ihm. Der gestiefelte Kater, dessen Name mir nicht eingefallen ist, als ich dort war. Ich habe Puss in Boots gesagt, mir ist der deutsche Name einfach nicht eingefallen. Ich wusste nur den englischen. Rotkäppchen. Tangled. Na? Rapunzel. Oi da. Rapunzel. Die Eule heißt Rosalie. Es gibt bei Cinderella eine Eule. Hätte ich nicht im Kopf, zumindest nicht von der Disney-Verfassung. Ja, die Bremer Stadtmusikanten. Schneewittchen und der eine Zwerg. Cinderella ist Aschenbrödel? Nein, Cinderella ist Aschenputtel. Aschenbrödel ist wieder was Eigenes. Dann kann es sein, dass das Aschenbrödel ist und nicht Cinderella. Wobei ich dazu sagen muss, ich kenne Aschenbrödel gar nicht, deswegen kann ich nicht einmal sagen, worum es dort geht und ob es dort auch um diesen Schuh geht und ob das da dort der Fall ist. Ah ja, und dann kamen wir hier zur klassischen Tanz-Disco-Fever-Musik. Wieder zugemacht, unabsichtlich. Da habe ich natürlich wieder ein kurzes Video aufgenommen. Er hat den Walzer gespielt. Auf jeden Fall sehr cool aufgebaut. Hat mir gefallen. Dann kamen wir hier in diese relativ creepy Abteilung durch. Das sah sehr witzig aus. Wir haben zuerst geglaubt, warum sind da so komische Bälle, die beleuchtet sind. Bis wir kapiert haben, sie haben Disco-Kugeln hergenommen und außenrum dieses Pappmaché-Zeugs da, diese Kugeln gemacht. Und die Disco-Kugeln beleuchtet und die Reflektionen, die haben anders ausgesehen, weil eben dieses komische Zeug rundherum war. Dass es nicht ganz normale Disco-Kugeln waren, sondern ein bisschen andere Formen eben rauskamen, wie man hier so ein bisschen sehen kann. Da gab es so Stäbe, die auch ihre Farbe geändert haben. Einfach so reingesteckt auf die Seite. Und dann gab es ein fettes Feld mit Lichtern und guess what? Bin hingekommen, habe angefangen, das aufzunehmen. Und genau jetzt ist es zu Ende gegangen. Aber ich habe natürlich abgewartet.
Also auch wieder mit musikalischer Untermalung sehr, sehr cool gemacht. Also das begeistert mich megamäßig. Sowas begeistert mich immer. Dann ging es weiter durch diesen komischen Bogen, wo ich eh noch Fotos gemacht habe, ja. Und hinten sieht man das Schloss und das Schloss habe ich dann... Das ist der Bär? Welcher Bär? Was für ein Bär? Hand. Ach so, das Glas, ja. Gott, das hat jetzt... Oh mein Gott, ich war verwirrt. Oh Gott, ja, es ist der Bär. Ja, da haben einige Leute Fotos gemacht. Natürlich habe ich auch hier Fotos gemacht. Da versucht niemand, mir Hintergrund zu haben und im Endeffekt ist dann einer trotzdem noch im Hintergrund geblieben. Was soll man machen? Das Schloss, das war richtig cool ausgeleuchtet. Ich habe noch Aufnahmen gemacht. Ich habe natürlich nicht alles zur Gänze aufgenommen, sondern immer nur Teile davon. Es war ein Countdown auf dem Schloss. Ich glaube, das war dann gegen Ende. Ja genau, das war dann das Ende. Das war dann nach dem Schloss sind dann so... Nein! Das ist vorher noch. Das ist direkt, wenn man hier... Hier kann man über die Zugbrücke rein, da könnte man theoretisch reingehen, das war natürlich zu. Und normalerweise ist hier ein Burggraben mit Wasser rundherum. Wir sind da entlang gegangen, da gab es Trompeten. Und hinten gab es noch eine beleuchtete Pagode. Und auf dem Weg dorthin gab es natürlich auch Engelsflügel, wo ich mich natürlich fotografieren musste, weil... Das muss einfach sein. Ich Engel. Ich Happy Engel. Und da ist diese Laterne, Pagode, Laterne. Ich glaube, das ist eher so eine Art Laterne. Ja, Lichterpark, jo. So, und jetzt kommt nämlich diese Show. Da habe ich versucht, komm schon, fokussier endlich. Die Laser haben tatsächlich die Umrandung vom Schloss und von den Fenstern. Zieht euch das rein, wie geil das ist. Das war nur kurz, dann habe ich die Position ein bisschen gewechselt. Und auch da war leider die Musik wieder viel zu leise. Also, richtig, richtig cool gemacht. Da habe ich nicht so viel aufgenommen, weil ich einfach erstens nicht mehr konnte. Also die Magie, die war so cool. Ein paar Sachen sind ausgelassen, weil ich sie mir einfach so live anschauen wollte und weil mir auch die Hände schon abgefallen sind vom die ganze Zeit Fotos machen und aufnehmen. Mega cool. Mega, mega cool. Ja, und das letzte waren dann diese komischen... Da war ich ein bisschen verwirrt. Das war irgendwie, hat sich ein bisschen out of place angefühlt. Aber gleichzeitig hat das irgendwie schon geil ausgesehen. Also es ist mit irgendeiner, mit so Neonfarben, die Fäden wurden mit Neonfarben halt... Pintel beziehungsweise so UV-Farben und mit ultraviolettem Licht bestrahlt, was irgendwie schon cool ausgesehen hat. Irgendwie hat das nicht ganz in den Lichterpark gepasst, aber gleichzeitig habe ich es als cool irgendwie empfunden.
so abstrakte Kunstzeug. Und das war dann das Ende des Ganzen. Christmas Garden, Schloss Grafeneck. Vielen Dank für Ihren Besuch. Das war auf dem Boden einfach projiziert. Und das ist das Ende des Ganzen. Mehr habe ich heute nicht mehr zum Herzeigen. Das waren so die Sachen, die letzten auf Grafeneck, nicht auch die Weihnachtsfeier. Welche Weihnachtsfeier? Nein. Ich war dort auf keiner Weihnachtsfeier. Dann 2022. Nope. Nope, 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 nope. Ja, das war alles zum Herzeigen. Das war schon alles zum Herzeigen und zum Erzählen, was so war. Ja, die nächsten Events, die bevorstehen, sind diesen oder nächsten Monat, aber da werde ich nichts herzeigen haben. Das sind Comedians am 24. Jänner erst und am 3. Februar. Einmal zu einem österreichischen Comedian und das andere Mal sind wir beim Mittermeier. Auf den Mittermeier bin ich live sehr gespannt. Sonst gibt es derzeit keine anderen geplanten Events, um großartig Sachen zu erzählen oder zum Herzeigen halt. Ich habe gestern vorgefreut, speziell durchgegangen mit Yooka-Laylee und Dicey Dungeons, beide von mit 192 Spiele, die länger auf meiner irgendwann vielleicht Liste standen. Dicey Dungeons ist Schmutz. Dicey Dungeons ist absoluter Schmutz, den ich so bereut habe, gekauft zu haben. Gott, dieses Spiel hat mich so zutiefst enttäuscht. Ich habe es direkt am Release-Tag gekauft und das hat mir das Herz gebrochen. Welches Yooka-Laylee eigentlich? Ich mag sie eh beide. Der erste Teil ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Eigentlich müsste ich mich hinsetzen und den ersten Teil mich on-stream hinsetzen und in on-stream einfach durchspielen, weil ich glaube, Yooka-Laylee, den ersten Teil habe ich on-stream nur das letzte Level, die letzte Welt gespielt. Den Rest habe ich, ich habe mich so gefreut. Ich glaube, das war mein erstes Kickstarter-Projekt, das ich unterstützt habe, weil ich so begeistert war, dass sie sowas machen. Sie haben es released und es hat sich irgendwie komisch angefühlt zum Spielen. Ich habe es ein paar Mal liegen lassen und wieder aufgehoben. Das 2D, okay. Das Impossible Lair, Donkey Kong, Country Returns und Tropical Freeze mäßige Yooka-Laylee. I see. Hat sich für mich eher wie die GC1 angefühlt. Was, das Impossible Lair? Von den ersten zwei Leveln? Na, kann sein, dass es vielleicht am Anfang ist, aber später wird es definitiv eher von den neueren Teilen. Also ist für mich später definitiv eher so Neuteiliges gewesen, so vom Feeling her, vom Gameplay her. Ja, irgendwie habe ich sonst gar nichts mehr im Petto oder im Programm, was ich sonst noch machen könnte. Ist nichts, was nur kurz dauert. Aber ich habe, to be honest, so viel gesprochen, dass mir sowieso gerade der Hals ein bisschen trocken ist. Ich glaube, man wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich hier schon Schluss mache. Ich bin noch nicht so ganz, sowieso noch nicht so ganz fit.
War auf jeden Fall schön, euch von dem ganzen Zeug zu erzählen und es herzuzeigen. Ich dachte, ich mache noch Diamond Pearl Spaß. Aber ich bin gerade definitiv zu faul, das Ganze aufzubauen, damit ich eine halbe Stunde jetzt noch Diamond Pearls mache. Wollte es nämlich sofort ins Bett. Ja, dann ist es ja... Dann machen wir extra für Carsten jetzt hier Schluss. Wenn der Carsten das halt so will, dass wir jetzt schon Schluss machen, dann machen wir halt jetzt wegen Carsten Schluss. Ach. Was soll man machen mit dir? Nein, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Hoffe, ihr habt was mitnehmen können aus dem Ganzen. Hoffe, ihr habt ein bisschen Unterhaltung mitnehmen können, ein bisschen Spaß mitnehmen können aus dem Ganzen. Ich wünsche euch einen schönen morgigen Mittwoch und wir sehen uns morgen in alter Frische mit Mario und Rabbids. Mit dem DLC machen wir weiter. Schauen wir mal, wie viel noch offen ist. Schauen wir mal, ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir gekommen sind. Wie viel noch übrig ist. Vielen herzlichen Dank. Macht es gut, passt auf euch auf. Bis dahin. Peace.